Jo. Nintendo hat ihren Wi-Fi Connection Service im Mai 2014 eingestellt. Dadurch ist es nicht mehr möglich, die alten Wii-Spiele auf offiziellem Wege online zu spielen. Ein paar talentierte Entwickler haben aber im Rahmen des WiiMFi-Projektes Ersatzserver auf die Beine gestellt, dank denen man Spiele wie Mario Kart Wii, Super Smash Bros. Brawl oder Animal Crossing wieder online mit seinen Freunden spielen kann. Die Server funktionieren sowohl auf den originalen Konsolen als auch auf dem Dolphin-Emulator und in diesem Video zeige ich euch mal am Beispiel von Mario Kart, wie man das Ganze auf dem PC einrichtet. Ab geht's! Auf der Wii bzw. der Wii U ist der Prozess ziemlich straightforward. Ihr müsst keinerlei Modifikationen an eurer Konsole vornehmen. Ihr müsst lediglich in den Internet-Settings euren primären DNS zu folgender Adresse ändern. Danach startet ihr das Spiel ganz normal und ihr werdet dann beim Verbinden mit dem Online-Service quasi automatisch an WiiMFi weitergeleitet und könnt das Ganze online spielen. Möchte man den Service aber auf dem Dolphin-Emulator einrichten, sodass man seine Wii-Spiele auch vom PC aus online spielen kann, so ist der Prozess ein wenig komplizierter. Schon mal vorab, ihr braucht auf jeden Fall eine Homebrew-fähige Wii- oder Wii U-Konsole oder zumindest einen Kollegen, der euch die Dateien von seiner Konsole zur Verfügung stellen kann. Warum das so ist, das seht ihr gleich. Die wichtigste Voraussetzung ist natürlich erstmal eine ISO-Datei von eurem Spiel, was ihr spielen wollt. Also quasi eine Kopie von der originalen Game Disc. Mit einer modifizierten Wii bzw. Wii U kann man diese ganz easy auf einen USB-Stick oder eine SD-Card dumpen. Besitzt man die originale Disc nicht, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass die ISO zufällig irgendwo vom Laster fällt. Schließlich verkauft Nintendo die Spiele ja auf offiziellem Wege nicht mehr, also ja, draufgeschissen. Weiterhin braucht ihr natürlich die neueste Version vom Dolphin-Emulator. Den Link zur Download-Seite packe ich euch in die Beschreibung. Ihr müsst das Ganze runterladen und installieren, das sollte klar sein. Der dritte Punkt ist ebenfalls sehr wichtig. Um euch bei WiiMFi quasi zu verifizieren, braucht ihr ein NAND-Backup von eurer Konsole, also sprich eine Sicherung von den Systemdateien. Um da ranzukommen, könnt ihr je nachdem, ob ihr eine Wii oder Wii U habt, entweder BootMe oder das Tiramisu-Exploit in Kombination mit einem Dumping-Tool verwenden. Weil ich das Backup von meiner Wii U bezogen habe, habe ich Tiramisu verwendet. Das Ganze war relativ entspannt, man muss eigentlich nur ein paar Daten auf die SD-Karte kopieren und eine bestimmte Website über den Browser aufrufen. Dann startet sich das Dumping-Tool und die Dateien werden auf die SD-Karte rüberkopiert. Die genaue Anleitung packe ich euch mal in die Beschreibung, zumindest für die Wii U. Es ist übrigens möglich, dass mehrere Personen mit ein und demselben NAND-Backup online gehen. Wenn ihr also mit euren Freunden spielen wollt, muss nur eine Person aus der Gruppe diesen Prozess übernehmen und dann leitet ihr die Dateien einfach weiter. Zu guter Letzt braucht ihr noch den sogenannten WiiMFi ISO Patcher, um die Spieldateien so zu modifizieren, dass sich das Game mit den neuen Servern anstatt mit den alten Nintendo Servern connectet. Wenn ihr dann alles am Start habt, dann könnt ihr auch schon mit dem Setup loslegen. Ich habe jetzt hier einfach mal alles in einen Ordner gepackt. Einmal habe ich die ganzen Dateien vom Dolphin-Emulator, dann den ISO-Patcher, die Dateien vom NAND-Backup, also einmal die Keys und die slcc-mpt.bin und dann noch die Mario Kart Wii ISO. Als allererstes patche ich mal die ISO, dazu ziehe ich die Datei in den Ordner vom ISO-Patcher und dann muss man eigentlich nur noch die Batch-Datei ausführen und der Rest passiert quasi von selbst. Das Ganze läuft dann kurz durch und am Ende befindet sich die gepatchte ISO im Images-Ordner. Die ISO müsst ihr dann natürlich noch über die Path-Settings im Dolphin-Emulator einbinden und wie ihr das Ganze organisiert, in welchen Ordner, Strukturen und so weiter, das bleibt natürlich euch überlassen. Ja, zu guter Letzt müsst ihr eigentlich nur noch den NAND einbinden, dazu geht ihr unter Tools. Unter dem Menüpunkt Manage NAND auf die Schaltfläche Import BootMe NAND Backup und dann müsst ihr die Dateien dementsprechend angeben, wie gesagt einmal den NAND an sich und dann noch die Keys Datei und dann könnt ihr das Spiel eigentlich schon starten und direkt loslegen. Den Online-Modus startet man wie gewohnt über das Hauptmenü des Spiels und dank dem NAND-Backup und dem ISO-Patch können wir uns jetzt mit den WiiMFi-Servern ohne Probleme verbinden. Und jetzt kann man Mario Kart Wii wieder wie früher online spielen. Ich finde alles in allem das WiiMFi-Projekt wirklich sehr, sehr nice. Es ist echt schön, dass die Wii-Modding-Community auch nach all den Jahren noch so aktiv ist und dass es Leute gibt, die sich quasi darum kümmern, dass die Games noch spielbar sind. Es gibt sogar Mod-Support, also man kann Custom-Tracks installieren und sogar die online spielen. Das ist schon echt insane.
Und ja, ich hoffe, euch hat das Video bis hierhin gefallen und der ein oder andere von euch findet die Motivation, seine Wii mal wieder anzuwerfen. Es lohnt sich definitiv, würde ich sagen. Ich packe euch im Anschluss hier noch ein bisschen Live-Gameplay rein für die Leute, die es interessiert. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Soll ich rausgehen, wenn ich dann alles rausgehen gut? Nein. Ich joine noch. Ja, bei mir geht's ohne Probleme. Keine Ahnung, was du hast. Ich will es auch nicht. Henry, Alex, Smoky Claw, Renate. Die wilde Renate. Ach, schon wieder? Nee. Ah, jetzt muss ich aber hier... Der Hansi Redemption Arc, der ist jetzt... Ich muss jetzt gewinnen. Ja, geil. Er ist aber eine spaßige Lobby wenigstens. Vorhin hatte ich nur so 5 Leute drin. Und das war voll langweilig, weil die alle total kacke waren. Smoky Claw. Oh mein. Oh shit. Na? Scheiße. Bin getroffen. Ich mag die Strecke einfach nicht, Alter. Die ist schon ganz schön scheiße. Fuck Jam, Alter. Ich hab ihm eine Banane vor die Fresse geschmissen. Kurz vor der Abkürzung. Zu viel Airtime, nee. Nee. Nein. Oh, fast. Ich will jetzt hier nein! Nicht die Monte machen. Oh, ich fall trotzdem runter. Ich will jetzt hier nicht die Monte machen, aber nur Pilze, Dicker. Na klar. Ja. Der kriegt aufs Maul. Nein! Die scheiß Banane ist im Weg. Ich raste aus. Ich geh krachen. Ich geh komplett kaputt. Alter. Mann, das hätte der Redemption Arc werden können. Ja, verkackt, weißt du. Ich bin runtergefallen vor der Abkürzung da. Rainbow Road, Alter. Ich krieg übelst aufs Maul. Ja! Jawohl, Junge. Die Pissstrecke. Na dann. Kommen wir als krönenden Abschluss. Könne die Meute.
Muss einfach nur ohne Fehler fahren und dann passt das. Seh nix. Boah, verdammt. Nee, nee. Oh nein, was habt ihr? Ja, ich flieg die ganze Zeit nur runter. Ich hasse diese Strecke. Wo bin ich denn gelandet, Alter? Ne? Komm, friss das Gerät. Mach kaputt. Boah, das wird Bock. Eieiei. Ist nicht gut für meine Nerven, ja. Oha, Shortcut benutzt. Und wieder runtergefallen. Digga, der Formel, der hat 3 so eine rote Geräte. So eine roten Geräte. Komm, gib mir die Box. Komm, nee, jetzt kracht's aber mit dem Blauen. Jetzt kracht's aber richtig. Boah, Junge. Nee. Okay. Boah, Junge. Der, was passiert in die Runde hier? Mensch, Leon, grüß dich. Moin, Meister. Kommen auf Platz 7, 4, 5, 4. Boah, nee, Alter, was ne Scheiße. Ich krieg im letzten Moment, kurz vor der Linie, krieg ich noch so eine scheiß beschissene, verkackte Schildkröte reingedrückt. Oh, Junge, Alter. Wie hab ich das auf den dritten gefahren? Holy shit, Alter. Oh. Ey, ich war auf dem vierten. Puh. Das reicht für heute. Komm raus hier. Jetzt.